Herbstwert in Arlesheim hat am Regen trotzt und für alle, die erschienen sind, bunte Eindrücke und spannende Begegnungen bereitgehalten. An den 78 haben wir drei Bauern das angefangen. Die Kilcher, Werner, Ziegertaler, Emil. Und dann haben sie jemanden gesucht. Und ich war hier oben am Stollen oben und habe Äpfelbäume. Dann haben sie gesagt, komm auch mit. Und dann sind wir hier auf den Platz gekommen, wo die Hypothekenbank vor war, wo jetzt das Bruthaus ist da vorne. Und dann sind wir mit drei Traktoren gekommen, um Äpfel verkaufen. Und zwischen dem Markt gestanden hat der Vogelsanger Heinz, der in der Gemeindekommission ist. Also der Hans Vogelsanger, Entschuldigung. Der hat gesagt, das müssen wir aufmachen, wir machen einen Markt. Und sonst ist er gegründet worden. Für uns ist der Arlesheimer Markt mittlerweile eine Tradition. Wir sind immer eine Woche vor der Messe mittlerweile da und sage jetzt mal so die Hauptvorbereitung für die Herbstmesszeit. Wir sind in dieser Zeit am Aufbauen und zwischen dieser Zeit auch mittlerweile jahrelang schon am Arlesheimer Markt. Mit dem Wetter, das wir aktuell haben, können wir eigentlich recht gut schlagen. Man muss einfach das so nehmen, wie es ist. Wir sind wetterabhängig und gehen so mittlerweile von März zu März und müssen uns halt immer dementsprechend vorbereiten, wie das Wetter halt ist. Der Herbst macht alles heim. Der ist eigentlich für uns so ein bisschen der Auftakt, so wie die Weihnachtszeit, Winterzeit, Raclette-Zeit, die wieder anfängt. Und es ist einfach schön, alles heim. Es regnet zwar, aber der Herbstmarkt in Arlesheim ist trotzdem schön. Es hat zwar schon Leute nicht so viel wie normal, aber sie kommen trotzdem. Wir haben auch ein eigenes Geschäft hier, Sirius, und haben jetzt zum 24. Mal teilgenommen. Das 12. Mal im Herbst, sonst 12 Mal im Frühling. Und es ist das erste Mal, wo es einfach vom Morgen, wo wir aufgebaut haben, bis jetzt Mittag durchregnet. Und trotzdem, wie man sieht, es hat Leute, die kommen, weil es einfach ein super toller Markt ist. Es hat irrsinnig viele schöne, verschiedene Marktstände, qualitativ sehr hochstehende Sachen. Und das macht den Markt so speziell und so einzigartig. Ich bin vom Rotary Club Arlesheim und wir kochen hier heute Alplomagronen. Und das Wetter, naja, es könnte natürlich schöner sein. Für alle Stände wäre es schön, wenn es schöner wäre. Aber wir machen es trotzdem uns gemütlich und genießen es mit den Leuten, die hier sind. Der Herbstmarkt ist traumhaft, auch wenn es regnet, weil es ist so schön. Das Gewerbe trifft sich immer zweimal im Jahr. Und viele Leute kommen, ein bisschen weniger natürlich, wenn es regnet. Aber es ist immer ein schöner Austausch mit allen Gewerbern. Ja, der heutige Tag ist halt leider hat's Regen. Aber wir sind jedes Jahr hier, auch wenn es regnet. Und freuen uns für jeden, der hier etwas kaufen kann bei uns. Hier in der Mehrzweckhalle in Arlesheim wird am Mittwoch vom Gemeinderat über zwei wichtige Themen weiter informiert. Das erste ist ein ganz wichtiges und auch gewichtiges Projekt für die Gemeinde Arlesheim. Das ist das Projekt vom neuen Gemeindesaal. Und das zweite Thema, das sind die Resultate der Bevölkerungsumfrage, die wir ja im Frühling durchgeführt haben. Dort wird das Institut, das die Umfrage gemacht hat, von außen neutral darüber informieren, über die Resultate von Arlesheim. Und der Gemeinderat wird auch sagen, was er damit macht. Beim Gemeindesaal da ist es dem Gemeinderat ein Anliegen, dass die Meinungsbildung zu diesem Projekt, das dann ja an die Gemeindesversammlung kommt am 21. November, dass die sehr früh kann einsetzen kann. Darum haben wir die Infoveranstaltung auch geplant. Das Projekt ist relativ komplex, hat einen Haufen Abhängigkeiten. Und weil insgesamt vier verschiedene Vorlagen an die Gemeindesversammlung kommen, haben wir gefunden, man kann dort nicht jedes Detail ausleuchten an der Gemeindeversammlung selber. Man kann beispielsweise die Architekten nicht gut einbauen, dass sie das Projekt präsentieren können. Und genau das machen wir jetzt an der Infoveranstaltung.
dann werden die Parteien das Projekt diskutieren. Die Bevölkerung wird das Projekt in den nächsten 4 Wochen dann diskutieren. Am 21. November ist die Gemeindeversammlung. Da stimmen wir dann über den Planungs- und Ausführungskredit ab. Und das ist die letzte demokratische Abstimmung, der letzte demokratische Entscheid in diesem Projekt, was es braucht. Und nachher kann das Planerteam dann an die Planung und an die Ausführung gehen. Und schließlich 2022 möchten wir gerne die erste Gemeindeversammlung im neuen Gemeindesaal abhalten.